freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, wir hatten jetzt 2 Wochen Videopause. In der Zeit hatte ich ja eigentlich Urlaub. Aber ja, wir haben die ganze Fassade geweißelt und es war überhaupt nicht entspannend, sondern sehr anstrengend. Aber ich freue mich, dass wir heute jetzt wieder zusammen ein Video machen. Ich hoffe, ihr habt mich schon ein bisschen vermisst. Und wir machen heute wieder eine richtig tolle Karte. Und zwar ist diese Karte hier, das ist eine ganz besondere Kartenform, wenn man die so aufmacht. Sieht die richtig cool aus, seht ihr das? Und die kann man richtig cool aufstellen. Wir machen heute wieder was zum Thema Hochzeit. Also die Hochzeitsserie geht jetzt endlich weiter, die habe ich ja schon längst versprochen. Und ich mache diese Anleitung mit euch in Zentimetermaßen und natürlich auf Deutsch. Denn die Karte heißt Tree Shutter Card, glaube ich. Und ja, wir machen daraus eine Zentimeter-Anleitung und legen gleich mal los. Außerdem benutzen wir auch ein neues Stempelset, das ist nämlich das hier. Und es ist total süß, weil das diesen kleinen Vogel hat und die kleinen Herzchen. Und die fand ich passen einfach total gut zum Thema Hochzeit hier. Seht ihr den kleinen Piepmatz mit den Herzchen und hier ist er nochmal. Und ja, das machen wir jetzt zusammen und ich freue mich. Was ich noch verwende, ist das Stempelset doppelt gemoppelt, denn ich finde, gerade zum Thema Hochzeit passt es wunderbar. Da sind ganz viele Sprüche drin, die man zur Hochzeit verwenden kann. Also zum Beispiel, wir wünschen eine schöne Hochzeit und noch ein schöneres gemeinsames Leben. Oder alles Gute für eine Zukunft voller Liebe. Man hat ja auch diesen schönen Blumenstempel, der finde ich auch perfekt passt zur Hochzeit. Oder auch diese kleine süße Klammer mit Herz und diesen Pfeil mit Herzchen. Und außerdem kann man auch diesen Spruch gut verwenden auf ein Leben voller unvergesslicher Momente. Passt natürlich auch zur Babykarte, aber finde ich passt auch gut zur Hochzeit. Und das verwenden wir heute eben zusammen mit diesem ganz neuen Stempelset, das ihr ab 1. Juni 2018 aus dem neuen Katalog bestellen könnt. Noch ganz kurz, falls ihr den neuen Katalog bestellen möchtet, schreibt mir doch einfach eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com und ich schicke euch kostenlos ein Exemplar zu. Bitte mit eurer Adresse und dann bekommt ihr von mir rechtzeitig Post. Ich werde die Mitte Mai ungefähr verschicken und ja, dann könnt ihr schon mal schmökern, was es Tolles Neues gibt. Jetzt starten wir aber. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, damit es einfach schneller geht im Video und erkläre jetzt kurz, was ihr dazu braucht. Die Grundkarte machen wir gleich sofort zusammen und vorher zeige ich euch einfach die einzelnen Elemente. Ich habe einmal Designerpapier in dem Maß 13,5 cm x 4,5 cm zweimal. Das Designerpapier, das ich hier verwende, das ist ein Designerpapier, das man zur Celebration-Zeit gratis bekommen hat. Ich finde, das passt sehr gut, aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel das Designerpapier Babyglück verwenden, das ich sehr gerne zu Hochzeiten mag. Das hat auch diesen tollen Schimmereffekt mit Goldakzenten. Oder egal welches Designerpapier ihr nehmt, ich finde, es macht sich sehr, sehr gut, wenn das was ist, was eben diese Schimmereffekte hat. Dann habe ich aus dem gleichen Designerpapier noch 2 Stück mit dem Maßen 9,5 x 3,5 cm. Ein Stück in Vanille pur in dem Maß 8,5 cm x 4,5 cm. Dann habe ich auch aus Vanille pur mir den Stempel Alles Gute für eine Zukunft voller Liebe schon mal aufgestempelt und das Ganze dann mit der Big Shot ausgestanzt mit den Stickmusterframelets. Und zwar habe ich hier das Oval genommen, das zweitgrößte. Das passt da super außenrum. Ich habe meinen Stempel selbst gemacht in Babsis Bastelwerkstatt auch schon mal aufgestempelt. Beides in Espresso. Und habe mir das dann mit der Stanze für, ich sage immer die Wolkenstanze, aber ich blende euch ein, wie sie wirklich heißt, einfach nur ausgestanzt. Das ist halt, dass mein Logo auf der Karte ist. Und dann braucht ihr noch 2x Savanne. Einmal einen Farbkarton mit dem Maß 9,5 x 5,5 cm. Und 4 kleine Stücke mit den Maßen 3,5 x 4,5 cm. Und das war's. Jetzt machen wir noch die Grundkarte und dann habt ihr alles, was ihr an Papier braucht. Ich brauche jetzt als erstes mal meinen Papierschneider. Das ist nämlich super, weil man damit falzen und schneiden in einem kann. Und das brauchen wir bei der Karte ziemlich wichtig. Und ich habe hier ein großes Papier von der Farbe Espresso mit dem Maß 12x12 in. Also ihr könnt diese Karte mit den Maßen, die ich euch sage, nur aus einem 12x12 in Papier machen. Also das heißt, ihr braucht ein Papier, das 30 cm groß ist. Und das schneiden wir uns jetzt zu. Dafür klappe ich mir hier diese Außenkante von meinem Schneidebrett mal auf.
und schneide mir jetzt mein Papier in das Maß. Ich muss hier selber kurz spicken. 30 cm. Machen wir erst 14 cm. Also, ich lege mir das hier bei 14 cm an. Schneide mir das Ganze mit der dunklen Klinge. Und schneide mir das dann nochmal zu auf 30 cm. Also jetzt ein Stück in 30 x 14 cm. Und das wird unsere Grundkarte. Ich hatte überlegt, euch das auch so zu zeigen, dass ihr das aus einem A4-Papier rausbekommt. Kann man ohne Probleme machen, aber dann war das mit dem Falzen nicht mehr ganz so schön. Außer man macht diese beiden Seitenränder ein bisschen kleiner. Das könnt ihr euch ausrechnen, das ist gar nicht so schlimm. Wenn ihr euch diese beiden Seitenränder auf 4,5 cm macht und den Rest beibehaltet, dann klappt es auch aus einem A4-Papier. So haben wir jetzt halt ein bisschen mehr Papier mit 30 cm. Und jetzt legen wir uns die lange Seite oben an unserem Falzbrett an und falzen das Ganze. Falzen tun wir immer mit der hellen Klinge, deswegen mache ich mir die Schneideklinge gleich mal weg, dass ich nicht aus Versehen die falsche Klinge benutze. Und dann falze ich mir das einmal bei 5 cm. Also hier anlegen bei 5 cm, einmal falzen, dann weiterschieben auf 10 cm. Noch einmal falzen, dann schiebe ich mir das weiter auf 20 cm. Wieder hier oben anlegen bei 20 cm, einmal falzen und bei 25 cm. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt drehe ich mir das Papier einmal so rum, dass die kurze Seite oben anliegt. Und jetzt brauche ich die Schneideklinge. Jetzt nehme ich also die dunklere Klinge und lege mir einmal das Papier an bei, ich muss mal auch kurz spicken, 4 cm, genau hier. Ich lege mir das hier an bei 4 cm. Was übrigens ganz praktisch ist auf eurem Schneidebrett, sind diese langen Linien und dass unten nochmal die 4 cm draufstehen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich bin im Bild, hoffe ich. Da kann ich nämlich dann genau schauen, dass ich das wirklich super treffe und schön anlege und dass es saubere Schnitte sind und auch saubere Falzlinien. Also ich lege mir das an hier bei 4 cm und dann gehe ich mit meiner Schneideklinge auf 5 cm. Ich glaube, ihr seht es jetzt relativ schlecht, weil es so ein dunkles Papier ist. Ich lege mir jetzt da mal ein weißes Papier unten drunter, dass ihr das seht. Also ihr habt hier auf eurem Schneidebrett auch noch diese zweite Einheit und könnt hier auf 5 cm gehen mit dieser kleinen Nase, die da vorne dran ist an der Klinge. Und zwar lege ich mir das jetzt hier an, bei 5 cm und schneide mir das runter bis zur unteren Falzlinie und zwar sind es 25 cm. Ich hoffe, ich bin im Bild. Also runterschneiden bis 25 cm. Beziehungsweise bis zur ersten Falz von unten. Und dann schiebe ich mir das Ganze weiter auf 10 cm. Das heißt, ich mache es hier nochmal auf, schiebe mir das bis 10 cm, lege mir das hier wieder schön an und schneide jetzt einfach von unten von diesen 25 cm, wo mein Papier eh schon anliegt und meine Klinge 25 cm bis hoch zu 5 cm. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist alles, was wir machen müssen für unsere Karte. Ich hoffe, ihr seht es gut. Und schon haben wir unsere Grundkarte fertig. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir die erste Kante nach oben falze. Ich benutze meinen Papierfalter, um eine richtig schöne Karte falze zu kriegen. Und dann falze ich mir die nächste Linie in die gegengesetzte Richtung sozusagen. Also immer einmal nach unten, einmal nach oben. Jetzt hier bei der nächsten Falzlinie wieder nach unten und dann noch einmal nach oben. Dann sieht es jetzt so aus. Wir machen jetzt noch die Mitte, die müssen wir genau gegensätzlich falzen. Und zwar diesen Mittelteil genau andersrum, wie er eben gefalzt war. Also ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Das ist jetzt ein bisschen chaotisch. Aber ich hatte ja vorher die gleichen Falzen wie hier. Also dreimal das gleiche. Und diesen Mittelteil mache ich einfach genau andersrum. So.
Und jetzt habe ich meine Karte fertig. Ich drehe mir das jetzt so rum, wie ich es haben will. Ich möchte diesen Teil so haben, dass man hier vorne so ein Dreier-Element hat und dass sich das dann so öffnet. Genau. Und das war's. Das ist das Zauberhafte an dieser Karte. Und jetzt können wir ans Dekorieren gehen. Dazu lege ich mir jetzt meine Designerpapierelemente auf, damit ihr seht, wie die aufgeklebt werden. Und lasst euch dann den Zeitraffer laufen, damit es für euch schneller geht. Also ich habe einmal das Designerpapier, das ich in diesen Bereich kleben werde. Mein Farbkarton in Savanne kommt einmal in die Mitte. Und die kleinen Elemente kommen viermal außen rum. Und alles andere wird gleich weitergemacht. Und das Ganze klebe ich mir jetzt an mit Flüssigkleber, mit dem Tombow, damit ich da noch ein bisschen ruckeln kann und schöne Rahmen außenrum habe. Und da lasse ich euch jetzt den Zeitraffer laufen. So sieht dann unsere Karte aus. Wenn man sie geschlossen hat, sieht sie im Moment so aus. Und ich finde, es ist eine ganz gute Verteilung von dem Papier. Und jetzt können wir schon stempeln. So. Ich nehme mir jetzt die Stempelmatte von Stampin' Up. Die Stempel- und Perforiermatte heißt die. Bekommt man einfach schönere Farbergebnisse, wenn man stempelt, schöne Stempelabdrücke und die Farbe Espresso. Und werde jetzt auf mein übrig gebliebenes Papier in Vanille pur noch den Stempel "Wir wünschen eine schöne Hochzeit und ein noch schöneres gemeinsames Leben" aufstempeln. Genau. So ein bisschen zur Seite. Ich versuche jetzt da schön die Mitte zu treffen. Ja, sieht super aus. Genau, den anderen Stempel hatte ich ja schon vorbereitet. Diese beiden Sachen. Und jetzt stemple ich mir direkt auf meine Karte noch die restliche Dekoration auf. Und ich starte jetzt einfach mal mit dem kleinen Vögelchen. Das ist ein neues Stempelset. Das ist ja wirklich total schnuckelig. Das ist übrigens so ein Two-Step-Stempelset. Also ihr könntet euch jetzt zum Beispiel in Savanne den Körper ausgefüllt aufstempeln und dann das Vögelchen drüber stempeln. Genauso mit der Schleife und mit den Fähnchen und so. Das macht sich natürlich sehr gut, aber man kann es natürlich auch einzeln stempeln. Und ich stempel mir jetzt zuerst dieses Vögelchen auf einen Ast hier drauf, weil es auf diesem Papier ein bisschen länger trocknen muss als auf einem normalen Farbkarton. Und deswegen fange ich jetzt mit dem kleinen Vögelchen an. Aber das ist wirklich total süß. Und wo setzen wir es denn hin? Und das lasse ich auch ein kleines bisschen drauf, ich sag mal, einwirken. Und dann habt ihr hier den kleinen Vogel, der echt total süß ist. Ich hoffe, ihr seht den gut. Okay, und den Vogel, den nehme ich gleich ein zweites Mal her. Der kommt nämlich auch noch hier oben in die Ecke von der Karte. Ich habe heute irgendwie zu wenig Platz. Okay, den hocken wir noch ganz süß da oben rein. Und der kriegt auch noch diese kleinen Herzen, die auch in dem Stempelset drin sind. Vielleicht zwittert er gerade ein Liebeslied für das Brautpaar. Mache ich einfach dreimal hier hoch.
Genau, finde ich total süß. Dann haben wir die tolle Blüte aus dem anderen Stempelset. Die kommt auf jeden Fall rein. Die finde ich nämlich richtig klasse. Und die machen wir heute mal hier unten rein. So. Okay. Und also ich lasse einen Bereich auf jeden Fall frei, beziehungsweise zwei. Wenn ihr mehr Platz zum Schreiben braucht, könnt ihr natürlich auch die Fläche in der Mitte nutzen und da nichts draufkleben, sondern da was reinschreiben. Und dann halt die Sprüche vielleicht ein bisschen anders verteilen oder ihr schreibt eure Namen noch auf ein Kästchen. Also ich würde nicht alles total zupflastern. Je nachdem, wie viel ihr noch schreiben möchtet oder so, könnt ihr natürlich da auch ein weißes Papier aufkleben und habt dann da noch ein bisschen Platz für Text und unten eure Namen oder so. Ja, oder wenn mehr Leute die Karte unterschreiben möchten, dass ihr dann einfach noch Bereiche aufklebt. Da müsst ihr einfach gucken, wie ihr das gerne haben wollt. Jetzt machen wir noch den Two-Step mit der Schleife. Da nehme ich jetzt Savanne für die gefüllte Schleife sozusagen. Stempel mir das einmal hier so ab. Und dann benutze ich eben nochmal Espresso mit dem zweiten Stempel, mit der Schleifenumrandung sozusagen. Und versuche die hier schön drauf zu stempeln. Ja, ich habe sie relativ okay getroffen. Ich glaube, es passt so. Schaut ganz cool aus auf jeden Fall. Aber ihr müsst da wirklich übers Projekt gehen und schauen, dass ihr das gescheit trefft. Genau. Und ich glaube, jetzt habe ich schon alles, was ich wollte, oder? Wollte ich noch was? Nö. Ich glaube, ich bin mit Stempeln fertig. Dann kommen wir noch zum Aufkleben. Mein großes Element für die Mitte, da klebe ich jetzt einfach drei große Dimensionals auf. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ich habe schon Hunger. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Also, falls ihr ein Knurren gehört habt, das war mein Magen. Okay, das sieht schon richtig schön aus. Dieses vordere Teil, alles Gute für eine Zukunft voller Liebe, das möchten wir ja von vorne sehen, so. Und das könnt ihr euch so aufkleben. Dann nehme ich jetzt wieder den Flüssigkleber und wichtig, nur den Kleber auf diesen Bereich der Karte kleben. Also ja, nicht auf das ganze hintere, nicht auf das komplette Etikett, sondern nur auf diese Seite. Schaue ich mir mal an, wie ich es ungefähr hinkleben möchte und merke mir dann die Stelle, wie weit der Kleber gehen darf. Ich klebe mir das dann hier so an. Und ich gehe auch nicht mit dem Kleber komplett an den Rand, sondern lasse da immer noch ein bisschen was frei. Der Kleber hält das sehr gut aus und somit habe ich es hier nicht angeklebt, an diesem unteren Bereich. Und da läuft mir dann auch kein Kleber drüber. Ich bringe jetzt quasi noch meine Werbung an, und zwar auf die Rückseite. Werde ich hier so eine kleine Wolke hinmachen, einfach auch mit Flüssigkleber. Ich habe in der Infobox euch auch verlinkt, wo man so einen Stempel machen kann. Das ist bei Easy Stempel und da könnt ihr euren Stempel komplett selber designen. Also eure Schriftart aussuchen, Größe einstellen und so. Und ja, ist eine total coole Sache. Nutze ich sehr, sehr viel. Okay, also hier lasse ich jetzt noch ein bisschen Platz, dass man noch was hinschreiben kann. Und was ich jetzt noch mache, ist eine Stanze benutzen, die es leider nicht mehr gibt, aber die ich eigentlich andauernd brauche. Und zwar ist das diese Herzstanze, da stanze ich mir einfach noch ein paar Herzen aus. Ihr könnt natürlich auch Herzen mit der Big Shot ausstanzen. Das ist nicht so, dass man jetzt das gar nicht mehr nutzen kann. Aber es ist halt einfach mit so einer kleinen Handstanze, ja, sehr praktisch. Ich stanze mir da jetzt einfach 5 Herzen aus dem Savannepapier. Oder ihr könnt auch andere Sachen nutzen oder, ja. Aber wie gesagt, mit der Big Shot gibt es auch genügend Möglichkeiten, dass man da trotzdem noch Herzen ausstanzen kann, ohne mit der Hand da schnippeln zu müssen. Hier nehme ich jetzt die Mini Dimensionals für 2 Stück. Einmal klebe ich mir hier vorne eins drauf. Schaut immer schön aus, wenn es dann ein bisschen Dimension hat. Und unser Vögelchen hier ist jetzt relativ weit oben. Der kriegt, glaube ich, nur ein Herzchen hin, oder kriegt er 2? Ich glaube, der kriegt nur 1. So.
Und die anderen klebe ich mir einfach mit einem, ja, ich glaube, ich nehme sogar die Glue Dots, die sind einfach super, das sind so kleine Klebepunkte. Da klebe ich mir die Herzen erstmal auf, ziehe die dann eben mit Kleber ab und schon kann ich die dahin kleben, wo es mir gefällt. Ich mache jetzt hier noch eins hin und dann noch auf die Frontseite der Karte. So. Und schon ist unsere richtig coole Karte fertig. Was ich jetzt noch mache, ist noch ein bisschen glitzy. Ist ja klar. Ich hole mir noch ein paar Glitzerelemente. Was habe ich denn noch? Gucken wir. Das ist meine Pinzette. Und ja, ein bisschen Glitzer und Funkeln, das darf schon sein, weil irgendwie, das macht sich irgendwie doch auf jeder Karte gut. Schön. Schaut sehr, sehr schön aus. Ich finde, diese Kartenform ist wirklich richtig klasse. Ich lasse es jetzt, weil falls ich noch irgendwo was reinschreiben will, könnte ich hier noch ein Element auffügen und hier. Und ansonsten ist das echt eine ganz tolle Karte, die man super so aufstellen kann und die wirklich, wirklich schön ist. Ich lege die mal beide ins Bild. Bei dieser werde ich noch ein bisschen nachglitzern auf jeden Fall. Die falte ich jetzt mal hier so zusammen. Die ist im ausgelegten Zustand, dann seht ihr das nochmal schön. Also das ist wirklich eine ganz tolle Kartenform, was ganz Besonderes. Und eigentlich schnell und einfach gemacht, wenn man mal weiß, wie es funktioniert. Und wenn man diese ganzen kleinen Teile vielleicht schon ein bisschen hergerichtet hat. Also das Dekorieren macht eigentlich die meiste Arbeit, aber macht natürlich auch richtig viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich richtig drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und findet immer noch ganz viele neue Ideen und Kreationen für eure nächsten Projekte. Wie gesagt, die Hochzeitsserie geht jetzt wieder weiter. Ich meine, wir haben jetzt Mai, Juni, das ist die beste Zeit dafür. Und ich hoffe, ich kann euch da noch viele Ideen geben. Ich habe ja schon lange versprochen, dass ich damit weitermache. Aber jetzt kamen noch so viele Sachen dazwischen. Neue Produkte, der neue Katalog. Also es kommen immer wieder so Zwischenvideos mit Sicherheit. Aber die Hochzeitsserie geht jetzt im Großen und Ganzen einfach weiter. Und ich zeige euch da noch ganz viele tolle Sachen. Gerade bei unserer Hochzeit, was wir noch so alles hatten, bei unserer kirchlichen Hochzeit. Und ja, auch so Glückwunschkarten, finde ich, kann man immer gebrauchen. Und ja, ich glaube, das ist eine coole Sache und mir macht das auch Spaß und ich hoffe euch auch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss!